ganz herzlichen Dank, dass du aus Berlin jetzt zu dem Künstlergespräch extra auch nochmal angereist bist. Die Installation als solche ist fantastisch und sehr selbsterklärend natürlich auch. Aber trotzdem ist das natürlich wahnsinnig interessant, jetzt auch mal zu hören, wie du zu diesem ganzen Ding überhaupt gekommen bist. Ich komme eigentlich her von der Malerei und auch von der Rauminstallation. Deine Arbeiten, die du vorher entwickelt hast, wurden ja immer mehr lichtabhängig. Sie heißen ja auch translucide, also auch gleich schon im Begriff. Dass der Begriff des Lichtes drin. In der Tat ist es so, dass diese Arbeiten auf Polyestermaterial in ihrer Wirkung extrem bestimmt werden durch das Raumlicht, wo sie gezeigt werden. Wenn die Sonne über die Bilder wandert, verändern sie sich. Sie kriegen die absolute totale Tiefe, weil die dann eine Aura, eine Farbaura um die eigentlichen Bildebenen herum entwickeln. Und eine Bildebene scheint auf die nächste und die nächste scheint auf die Wand. Also das heißt, die Wand erscheint, wenn man hinter die Bilder schaut, zum Teil wie angepinselt. Und das waren natürlich schon Erfahrungen, die mir gezeigt haben, dass Licht da wirklich eine ganz extreme und entscheidende Rolle spielt. Und dann kam eine Situation dazu. Dann entdecktest du einen Raum, der gar kein Licht hatte. Und da richtig. Kam deine Vision. Genau. Licht ins Raum. Ja, ja, ganz genau. Ich habe in so einer Kunstzeche im Ruhrgebiet ausgestellt und unter den Ausstellungshallen gab es einen ehemaligen Stollengang, der zugänglich war, aber natürlich nicht mehr genutzt. Ich hatte sowas vorher noch nie gesehen, fand es ganz faszinierend. Dieser Stollengang war 50 Meter lang und knickte immer wieder so ab, bis man dann schließlich an ein Treppchen kam, wo man hochlaufen konnte und stand dann vor der Zeche. Und da hatte ich irgendwie die Idee, jetzt dann auch mit richtigen, also einfach mit purem Licht, mit einem einzigen Laserstrahl, der durch diesen Gang führt, zu arbeiten. Ja, es gab eine große Faszination, eine große Begeisterung. Ich bekam dann auch gleich eine Einladung zur Teilnahme an einer Ausstellung im Museum am Ostwall. Es war eine Gruppenausstellung und ich sollte in einem Durchgangsraum eine Installation aufbauen. Ja, und dann hat sich das einfach entwickelt. Ein Lasergerät hatte ich zu der Zeit. Mit diesem einen Lasergerät und einem neuen Satz Spiegel habe ich dann diesen Raum mit Licht belebt. Ich habe eine wadenhohe Installation gemacht, eine Installation, durch die man durchlaufen konnte und musste, wenn man in einen anderen Raum wollte. Das fand ich toll. Also, denn die Leute haben dann die Beine hochgehoben und versucht, irgendwie über diese Strahlen zu steigen. Dann auch in dem schönen Wasserreservoir, das zu dem Museum auf der Mathildenhöhe gehört, eine Installation aufbauen können. Und auch wieder Strahlen, die längst durch die Architektur führen. Das Publikum durfte auch dort durchlaufen. Es gab einen Wasserspiegel. Nicht so sehr hoch und über dem Wasserspiegel waren dann die Laserstrahlen und ich war total fasziniert von dem Laserlicht. Das ist auch das einzige Licht, was mich interessiert. Es interessieren mich keine Neonröhren oder ich weiß nicht was, auch keine LEDs. Also ich hatte die Idee sofort, mir schwebte halt Laser vor. Ich hatte aber eigentlich gar keine Ahnung und bin dann zu einer Firma gefahren, hinter Stuttgart da irgendwo.
Und die haben mich dann in ihren Showroom geführt und mir ihre Laser da vorgeführt. Und ich habe gedacht, das muss ja heiß sein, das muss ja brennen. Das ist ja, also ich war wirklich sehr beeindruckt von dem Licht. Ich fand es toll, es war so, wie ich es wollte. Ja, ist toll, weil es, ist es für dich ein warmes Licht oder ist es für dich ein gefährliches Licht? Beide Assoziationen kann man ja haben, wenn man die roten Strahlen sieht. Sie sind. Naja, also es ist bestimmt nicht ein warmes Licht. Das ist ambivalent, das hat eben auch was, ja, was einem Respekt macht und was nicht so ganz neutral ist. Wir haben ja relativ intensiv auch immer wieder gesprochen über diese Installation, über verschiedene andere Installationen auch. Und die eine Sache ist mir sehr klar geworden, das ist schon ein sehr, sehr geplantes Vorgehen, ein sehr langfristiges Vorgehen auch. So ein Raum wie hier wirkt ja erstmal relativ simpel und wenn wir jetzt diese Installation sehen, dann denken wir so, klar, was denn sonst, ne? Ist doch selbstverständlich, dass man hier eine Barriere macht. So selbstverständlich war das aber gar nicht und es gab ja irgendwie auch verschiedene andere Konzepte, verschiedene andere Projekte, die du auch mal entworfen hast und das nicht nur für diesen Raum, sondern für all deine anderen Installationen auch, wo du auch sehr lange damit gespielt hast, wenn du einen Pfeiler hast, nimmst du ihn als Ausgangspunkt oder wird er eigentlich Bestandteil, sprich du ummantelst ihn mit Laserstrahlen. Im historischen Keller in Berlin-Spandau hast du dir die Architektur genommen und all diese kleinen, absolut nicht zu erklärenden architektonischen Ecken, wo man nicht wusste, was hatte das für eine Bedeutung, wo sollte dieser Raum mal hingeführt haben, warum ist hier eine Aussparung, all das hast du genommen und abgetastet und die Laser entsprechend rumgeführt. Letztendlich ist der Raum und seine Besonderheit Ausgangspunkt natürlich für Ideen, gar keine Frage. Die Räume inspirieren mich, genauso wie Materialien mich inspirieren. In Tunis war es eben so, dass auch in dieser Madrasa hier Säulen in der Mitte standen, die mich dazu veranlasst haben, da eben so ein Zentrum auch mit Lichtstrahlen umgrenzt zu schaffen. Ne? Da allerdings habe ich dann auch noch mit einem Objekt gearbeitet, nämlich mit Babouche, also diesen typischen traditionellen Frauenschuhen, die ich dann in das Zentrum dieser Lichtinstallation gestellt habe. Dieses Objekt sicherlich das prominenteste hier im Raum und das, was auch absolut im Zentrum steht, aber du hast ja noch mehr Lichtskulpturen hier gemacht. Kannst du zu den beiden Henkeln, die wir genannt haben? Ja, ich habe die selber Henkel genannt, genau. Auch noch etwas sagen. Ja, ja, also ich fand einfach diese vorgesetzte Wand, die ja eigentlich so einen ganz praktischen Zweck hat, dieses Vorgestellte, das fand ich so interessant und das hat mich dazu inspiriert, einfach einen Laser dahinter vorkommen zu lassen. Wenn jetzt die Platte in der Luft, also im Grunde gehangen hätte, hätte ich den anderen Laserstrahl auch quasi wieder da rein verschwinden lassen, in diesen mysteriösen Leerraum, von dem wir gar nicht wissen, wie der aussieht. Ne? Die ganzen Arbeiten habe ich unter den Titel Sculptured Light
gesetzt, weil ich eben den Gedanken hatte, dass ich mir das auch genauso gut als Stahlskulptur hätte vorstellen können. Deswegen. Ne? Aber mit diesem Licht ergibt es halt so ein Sculptured Light. Ja. Ne? Das ist sicherlich auch bei dem Trapez, was wir da haben, so, was ja eine sehr bekannte Figur ist aus der Malerei, wo ja sehr viele auch mit gespielt haben, gerade in der minimalistischen Kunst. Und das auch zum Teil wirklich dargestellt haben, was du hier auch als Objekt machst, nämlich eine Drehung reinzubringen, da eine weitere Perspektive auch reinzubringen. Was hat dich hier bewogen, ein Trapez um die Halbsäule rumzuführen? Ich hatte einfach diesen Gedanken, der Leser, der kommt so richtig aus dieser Säule raus. Der ist da befestigt. Es gefiel mir, dass der auch so in den Raum steht. Das mochte ich einfach. Also ich habe auch solche Ideen in Objekten realisiert. Also Objekte, die zwar an die Wand geschraubt sind, aber sich so von der Wand wegsperren. So, ne? Und ich denke, also man bewegt sich ja auch immer wieder in dem eigenen Formenrepertoire. Und da gibt es sicher auch eine Verknüpfung und eine Verwandtschaft hin zu früheren Objekten in einer ganz anderen Materialität. Vielleicht ein letztes Wort noch zu deinem Roboterprojekt. Ach so, die Roboter, ja genau. Also die Laser stammen eigentlich aus dem geplanten Roboterprojekt. So, nachdem ich Installationen gemacht habe, die alle ganz starr sind und fest installiert, was mir auch gut gefällt, bin ich aber dann doch auf die Idee gekommen, ich mag gerne auch Objekte, die sich bewegen, die sich so bewegen, dass man nicht richtig weiß, wie die sich bewegen werden. Deswegen habe ich so ein Laser-Roboter-Projekt entwickelt. Und das sind Objekte, die chaotisch im Raum hin und her fahren. Ich denke wieder an Räume, durch die man durchgehen muss, weil das ist ein total komisches Gefühl, wenn irgendwie so auf dem Boden was rumwuselt und ich muss da irgendwie durch. Jetzt habe ich ungefähr 25 Objekte, mit denen ich arbeiten kann. Da ist eine Ausstellung in Berlin geplant, in der Alten Münze. Ich kann aber noch nicht so präzise sagen, wann das sein wird. Es sollte eigentlich im Frühjahr sein. Ich sag Bescheid. Alice Hinrichs kuratiert das. Und das sind eigentlich sehr schöne Ausstellungen, die sie konzipiert. Und mehrere Künstler sind daran beteiligt. Und da wäre das dann ein erster Auftritt der Laserroboter in größerer Schar. Ich sag Bescheid und du kannst das ja dann weitergeben. Das selber erleben, gerade bei diesen Installationen, ist natürlich immer noch eine ganz andere Dimension. Die Bilder, die Fotos sehen ja immer ganz nett aus, aber eigentlich sind die Installationen ja doch zum Erleben. Also auch Videos sind dann schon besser als Fotos. Sie sind interessanter, die sind mehrdimensionaler. Man sieht, dass Leute sich halt auch bewegen und wie die auf, ja, wie die mit dem Licht umgehen. Deswegen bin ich jetzt auch dazu übergegangen, Armin immer wieder zu bitten, ein Video zu machen, sodass die Installationen dann einfach auch festgehalten werden.
Man muss ja auch Folgendes bedenken. Wenn diese Installation abgebaut wird, dann habe ich hier einen Haufen Material. Die lebt wirklich nur hier in der Ausstellungszeit. Danach ist sie tot. Danach gibt es die nicht mehr. Und die wird es auch genau in dieser Form nicht mehr geben. Vielen Dank, Margareta. Ja, sehr gerne.